Wekemolen, der Mann, der Olivier Thielemans ersetzt hat im TV Futurecom Team. Kollision, La Rosa ist das. Ja, das ist schwer. Und Stoddard auch. Ja, das ist richtig. Und zwar in der Grundigkehre, das ist natürlich eine ganz kritische Stelle. Und wir sehen auch viele Karosserieteile da mitten auf der Strecke. So, und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Wenn wir das Auto wegschieben können, dann brauchen wir keinen Safety Car. Und ich denke mal, das dürfte gehen. Ja, da kommen wir schon die nächsten. Wir schauen es uns mal an. Ja, da ist was passiert. Da verbremst er sich total. Der La Rosa schießt vorbei. Frenzen, Riesen, Schwein und Bumm. Harald hat da richtig Glück gehabt. Den hätte er ja voll in der Tür treffen können. Also glimpflich abgelaufen, aber der hat da sehr wahrscheinlich ein langes Pedal, nennt man das. Das heißt, die Bremse war überhitzt. Du trittst aufs Bremspedal und du hast dann keinen Bremsdruck mehr. Da kannst du pumpen, wie du willst, ist dann zu spät, weil der Point of No Return ist einfach vorbei und dann kannst du nur noch Schadensbegrenzung machen und es ist gut gegangen, Gott sei Dank. Aber wir haben jetzt in dieser Grundigkehre gelb. Und das bedeutet, man darf logischerweise nicht überholen, aber man muss auch vom Gas gehen. Könnte das bedeuten, dass jetzt Häkkinen weiter aufschließen kann zu Schneider?